hallo. Hey, du bist der Sepp, oder? Ja, servus. Christoph, grüß dich. Ja, ich bin der Chris. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr schön. War eine geile Tour hierhin, aber das ist eine Hitze heute draußen. Ich sehe es dir an, ja. Das ist der Wahnsinn. Aber bevor wir irgendwas anderes anfangen, ich hätte was. Mach die fit. Okay. Was dagegen? Nee, absolut nicht. Alles gut. Also, komm mal mit. Okay. Okay. Ja. Okay, Christoph, nimmst du das Handtuch, okay. Legst die drauf auf die Bank, mhm. Schon mal fertig soweit. Jetzt ziehen wir noch die passenden Klamotten an und nachher legen wir los. Okay. Nach der Massage gehen wir nachher, dann schauen wir was für die Leibliche, okay? Super, bis gleich. Okay. Du Sepp, das ist jetzt ja auch das erste Mal, dass ich nach einer Motorradtour massiert werde. Ah ja? Wie kommt das, dass du hier deine Motorradfahrer massierst? Das ist eigentlich so gewesen. Wir haben mal, ja, wenn die Leute jetzt von weiter her kommen, mhm. Gerade Kölner Raum, Düsseldorfer Raum, da sind die oft 5-6 Stunden auf dem Bike. Und du weißt ja selber auch, wenn man länger auf dem Motorrad sitzt, irgendwann geht hier verspannt das alles, auch die Haarmuskulatur. Und da sind die oft froh, wenn man dann sagt, komm, Möglichkeit besteht, man kann hier massieren. Mhm. Und da ich selber ja ausgebildeter Masseur bin und auch Sportphysiotherapeut, ein bisschen Ahnung habe von dem Ganzen, habe ich mir gedacht, okay, das kann ich hier mit verbinden. Also ich habe meine Leute, ich massiere sie und damit eigentlich schon ein bisschen an, ja, Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ja, ist cool. Also es fühlt sich auf jeden Fall schon mal richtig an. Das hoffe ich. Und seit wann machst du das Motorradhotel? Das Motorradhotel machen wir jetzt da so 2 Jahren. Mhm. Wir sind da drauf gekommen, weil ich selber Motorrad auch fahre. Okay. Und eigentlich die Voraussetzungen für ein Motorradhotel gegeben sind. Ich habe eine abschließbare Garage, mhm. Wir haben eine Schrauberecke, mhm. Reinigungsgeräte, Öle sind da und Garagen sogar abschließbar. Mhm. Und du, ja, du kommst ja von hier, du ja. Bist gebürtiger Scheidegger. Ja, ja, genau. Okay, ja, dann kennst du wahrscheinlich auch jeden Stein im Umkreis von 50 Kilometern, oder? Sicher, klar. Und das kann ich natürlich auch nutzen. Ich kann natürlich dann Tipps geben für Strecken, wo jetzt nicht in jedem Tourenatlas drin sind. Mhm. So, ja, kleine Wege, schöne Kurven. Mhm. Und da sind halt die Leute auch froh, wenn man sagt, okay, du hier, da. Und dann mache ich auch Touren mit selber mal. Okay, also du zeigst den Motorradfahrern auch selber, wo es lang geht und fährst mit denen mit. Genau, so ist es. Mhm. Jetzt habe ich mich ja ein bisschen über Scheidegg informiert und da ist mir aufgefallen, Scheidegg ist ein glutenfreier Ort. Was bedeutet glutenfrei? Glutenfrei, das ist Gluten, ist ein Bindemittel. Mhm. Ist hauptsächlich in, ja, Backwaren drin, auch aber in Wurst wird es dann verwendet. Mhm. Scheidegg hat sich dann hier zur Aufgabe gemacht, für glutenfrei alles anzubieten. Die Restaurants bieten es an, der Metzger bietet es an und der Bäcker. Mhm. Also wenn einer Zöliakie betroffen ist, hat er in Scheidegg einen sorgenfreier Urlaub. Pizza, Kuchen, ist alles da. Wir im Haus bieten es auch an. Mhm. Wir haben auch die glutenfreie Ware. Unser Metzger, den ich persönlich gut kenne, der hat das auch in seinem Sortiment. Mhm. Dazu machen wir jetzt im Haus auch noch eine energetisierte Wasseraufbereitung. Mhm. Das weckt so die Lebensgeister und man kann das Wasser bei uns im Haus bedenkenlos trinken. Ja, davon gehe ich mal stark aus. Okay, mit dem Energetisieren, das probiere ich aus, das macht absolut Sinn. Macht es, ja. Okay. Aber Christoph, was jetzt noch ganz gut wäre für dich, mhm. Für die Muskulatur, jetzt habe ich sie massiert, mhm. Der Stoffwechsel wird erhöht, jetzt noch eine richtige Durchblutung, das wäre perfekt. Also könntest du eigentlich jetzt dann auch gleich anschließend in die Sauna. Okay, lass mich raten, du hast garantiert eine super Sauna hier im Haus, oder? Ja, wir haben 3 verschiedene Saunen. Okay. Also wir haben das römische Dampfbad, Thermium und die finnische Sauna. Alles klar, schaue ich mir an. Ja, Christoph, servus und hallo. Alles gut getan, Sauna, ja, und super, Massage. Echt super, klasse. Sitze doch hier. Danke. Bitteschön. Wen haben wir denn hier alles?
Ja, du, das ist meine Familie. Aha. Meine Frau. Okay. Die Hallo. Helga. Hallo. Hallo Helga. Das ist die Sarah, unsere Älteste. Hallo. Hallo. Sarah. Die Jüngste ist die Selina. Hallo Selina. Hallo. Und Lea. Hallo Lea. Hallo. Und wir schmeißen so quasi den Betrieb. Okay. Familie. Meine Frau Helga, die macht dann auch Kosmetik. Aha. Und Aromatherapie. Ja, und da haben wir unseren Guide für dich morgen. Hey. Servus. Das ist der Uli. Hallo Uli. Ich bin leider morgen verhindert, ich kann nicht mit dir fahren. Okay. Aber Uli macht das doch perfekt, denke ich mir. Ja, dann fahren wir zwei eine Runde. Ja, gerne. Ich habe da schon ein bisschen was im Kopf. Okay, wo geht's hin? Ja, wir fahren das Rohrach runter. Da kannst du mal ein paar, hast gleich mal ein paar Kurven. Okay. Und nachher fahren wir sick in der Höhe. Und nachher dann Maisdobel vorbei Richtung Emmerstadt, der Zaunberg runter. Da siehst du noch sauber auf der See ab. Ja. Und nachher fahren wir auf den Schwang, Bolsterlang, in Bolsterlang. Werden wir wahrscheinlich kurz Mittag machen. Aha. Und dann fahren wir Rittbergpass Richtung Balderschwang, Sulzberg, da hast du auch noch mal eine tolle Aussicht. Okay. Und Rittbergpass, da wirst du auch noch freier. Ja. Da wirst du noch das Grenze kriegen. Ist jetzt so von der Charakteristik mehr zum Andrücken oder viele Kurven? Da ist alles dabei. Okay. Enge Kurve, schnelle, okay. Was dein Herz begehrt. Cool, ja, klasse, da freue ich mich. Ja. Also, bloß kurz zur Region. Wir sind hier in Scheidegg, im Westallgäu, am Dreiländereck. Und da wirst du noch sehen, da fährst du nachher dann die Tour, was die Haustour ist von uns, wo wir zusammengestellt haben, die ich mit der Gäste nochmal fahre. Okay. Geht ja über das Württembergische Allgäu, dann geht es über das Oberallgäu, Vorarlberg und nachher dann wieder zurück ins Deutsche. Aha. Aber das ist jetzt Bayern hier, wo wir sind. Wir sind jetzt hier in Bayern, genau, okay. Soll man sagen, der südwestliche Teil von Bayern. Grenzt gleich zu Vorarlberg, also wir sind in Steinhof zu Vorarlberg entfernt. Okay. Und da haben wir auch die Touren, gehen viel über das österreichische, also Vorarlberger Netz rüber. Ja gut, an Bergen und Ausblicken mangelt es hier ja dann. Nein, bestimmt Stil, nicht, ne? Gewiss nicht. Also, das ist das Tolle hier. Ja. Bodensee ist in der Nähe. Aha. Und auch, wie gesagt, Alpsee kommt dann, Berge da. Also, super. Da wirst dich satt sehen. Ja, super. Ja, freue ich mich. Gut. Und jetzt gibt es was für den Bauch? Ja, sicher. Man denkt, dass du die morgen auf der Maschine halten kannst. Ja. Dann mal was grillen, mal wieder Fleisch und Salat, den man hat. Lass das schmecken. Also mit Fleisch tust du mir immer einen Gefallen. Also gut, klar. Danke. Und morgen bekomme ich dann nach der Tour eine Kosmetik. Genau, genau. Da warst du geschminkt. Auf die Fingernägel. Okay. Da gibt es Kosmetik. Super. Du kennst die Berge jetzt alle, ja? Ja, genau. Ja, paar. Jetzt fahren wir dann aus Richtung Isny. Aha. Und nachher geht es so am Eisdobel vorbei.
Uli, ich kriege jetzt Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht hier. Das war sensationell. Ja. Wir sind jetzt den Berg hier raufgefahren. Das ist ja ein reines Kurvenreich. Eine Kurve nach der anderen und ein Top-Asphalt. Ja. Keine Delle drin, keine Beule, kein Riss, gar nichts. Super Strecke. Also Wahnsinn. Ist frisch gemacht. Ja. Wir haben natürlich auch keinen Verkehr gehabt heute, gell? Ja, manchmal hat man Glück. Ja. Ne? Du, erzähl mal, wie kommst du zum Motorradfahren? Seit wann fährst du schon? Ja, seit ich 15 bin eigentlich, da haben wir schon die erste Mofa frisiert. Okay. Ja, ja, seitdem fahre ich Motorrad. Aha. Und irgendeine präferierte Marke oder schon immer BMW, du hast die... Nein, ich habe alles schon gefahren. Okay. Honda, Suzuki, Kawa, alles. Okay. Und immer toujours durch oder gab es bei dir auch mal? Bei mir gab es mal einen Aussetzer, 7 Jahre. Ja, nicht so lang neu. Ich habe, da ist ein Freund, ist was passiert, der auch noch hat. Da setzt halt eine Weile aus, noch, okay. Weißt du, aber sonst habe ich es noch gleich wieder angefangen. Aha. Du, jetzt hier zu der Landschaft. Wo sind wir jetzt hier genau? Ja, im Oberallgäu. Mhm. Grasgehre heißt die Landschaft, oder das höchste Dorf Deutschlands. Das höchste Dorf Deutschlands. Ja. Ich glaube, wir sind so auf 1450 ja. Meter hier. Ja, ne? Ja gut, das ist als Dorf ein bisschen dünn alles, aber schick. Da kommt nachher gleich Baldeschwang, ja, da war früher die Grenze noch zu Aha. Österreich. Okay. Ja. Und zu den Bergen, kennst du die? Kann man, haben die Namen? Kennst du die Namen von denen? Da ist Riedberger Hornisch, da oben, ja. Da war ich auch schon oben. Zu Fuß halt. Okay. Aber sonst ja, kenne ich mich jetzt aus. Auf jeden Fall sieht es grenzgenial aus. Ja. Und was du mir heute schon gezeigt hast, die Tour, der Hammer. Also so schöne Straßen. Und das hier im Allgäu, jede Landschaft hat so ihr spezielles ja. Flair. Und Allgäu ist so schön harmonisch. Die Almen und die Wiesen und dann im Hintergrund diese Berge und jetzt zum Beispiel hier das Panorama. Ja. Also man ist nur am Gucken. Ne? Kiel hast du auch noch. Ja, ja, man hört sie hinten. Wir haben Glocken hier. Und ja. Also wirklich wunderschön. Wo geht's jetzt hin? Richtung Baldeschwang. Mhm. Dann fahren wir weiter Richtung Sulzberg. Ja. Ja, nachher wieder Heimat. Nach Scheidegg. Scheidegg, ja. Scheidegg, super.